Hallo und herzlich willkommen wieder mal auf unserem Kanal. Heute folgt das zweite Video über meinen neuen Garten. Ja, hier ist das Gewächshaus, beziehungsweise eins davon. Hier ist auch schon etwas gesät. Also Tomaten stehen schon, ein paar Pflanzen, eine Gurkenpflanze und eine Paprikapflanze. Und gesät habe ich hier noch Tomaten, Kürbisse, Zucchini und Wassermelone. Jetzt hoffe ich halt nur mal, dass die aufgehen. So, dann geht's weiter. Tut mir leid, wenn das ein bisschen wackelig ist. Hier ist ja das Hühnergehege mit Ställen und so weiter. Ich hatte jetzt die letzte Zeit nicht so viel Zeit, hier alles so in Ordnung zu bringen. Das werde ich dann in den Sommerferien machen. Hier ist schon mal ein Misthaufen. Die Hühner sind schon hier. Deswegen. Also hier ist ein Kirschbaum, Birnenbaum und noch vieles, vieles mehr. Hier habe ich Erdbeeren gepflanzt. Die blühen auch zum Teil schon. Vier Reihen. Ja, knapp fünf. Dann habe ich hier noch Himbeeren. Die waren schon hier im Garten drin. Die Erdbeeren habe ich noch zusätzlich gepflanzt. Ja, das ist das rote Gewächshaus. Das sieht schon relativ heruntergekommen aus. Ich habe mir gesagt, ich benutze das lieber dieses Jahr nochmal, anstatt das zusammenzukloppen. Dann habe ich hier noch mehr Müll. Ja, das werde ich noch umgraben und noch ein paar Tomatenpflanzen reinpflanzen. Jo, hier ist ein schöner Busch. Wieder ein bisschen Unkrautkram, Dreck da. Ja, hier ist das zukünftige Entengehege. Jo, ein paar Schlangen habe ich ja auch schon gesehen, also Ringelnattern, eine kleine und eine richtig große. Ja, wenn wir Glück haben, sehen wir vielleicht einen. Nee. Gott sei Dank nicht. Ich mag Schlangen nicht so. Jo, hier ist auch nochmal Himbeerstaude. Jo, da ist eine riesengroße Müllecke. Feuerstelle. Ja, bei diesem Müll muss ich mal gucken, wie ich das wegkriege. Ich denke mal, dass ich das zum Sperrmüll bringe. Ich weiß halt nur nicht genau, ob der diesen ganzen Plastikmüll auch mitnimmt. Das muss ich dann gucken. Jo, hier, das soll eigentlich der zukünftige Ziegenstall für den Winter sein. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch einfach ein Lager für Heu, wie auch immer. Sonstigen Kram. Das ist sehr groß. Jo, hier ist noch mehr Müll. Dann geht's hier weiter. Hier hinten ist sehr verwuchert. Das Teil könnte ich eventuell für die Ziegen noch. Ach Quatsch, nicht für die Ziegen, für die Enten nehmen. Mach vielleicht einfach ein Türchen vorne rein, das ist auch recht groß. Es ist halt echt alles richtig verwuchert hier. Da muss man nochmal mit der Motorsäge und hier durch. Ich habe zwar schon was gemacht, es fällt aber nicht viel auf. Ja, das ist mein kleiner Geräteschuppen. Da steht auch momentan mein Stromgerät. So. Der ist einsturzgefährdet. Da muss ich dringend noch was machen. Auf diesem Balken hier ruht die ganze Last drauf. Ist alles drauf aufgebaut. Und der ist morsch. Also ist sehr gefährlich hier eigentlich reinzugehen. Das sieht man hier. Da. Das ist alles hier drauf. Und jo, der ist halt echt ganz schön morsch. Das ist lebensgefährlich. Jo, hier ist ein Tisch. Noch mehr Unordnung. Alter Feuerlöscher. Jo, dann gehen wir mal hier in die Messikammer. So, überall Müll. Geht's weiter. Hier
Der recht schöne Wohnwagen, den werde ich sauber machen. Dann kommen hier meine Hühnerküken rein. 5 Stück habe ich schon, da werde ich auch noch ein Video drüber machen. Noch mehr Müll, das ist von mir das hier meine Gehege. Das werde ich auch nochmal aufbauen, irgendwo im Stall, aber dann. Ja. Birnenbaum. Mirabellenbaum habe ich hier auch. Jo, hier sieht man, da hinten ist recht verwuchert. Hier werde ich höchstwahrscheinlich die Hühner dann auch reintun, dass die mir hier alles wegkratzen, kaputtkratzen und dass hier der Boden wieder vernünftig ist. Dann werde ich wahrscheinlich auch noch die Tannen wegmachen und dafür Obstbäume pflanzen. Das ist das Mittelstück, das habe ich nur zur Verfügung gestellt bekommen, das habe ich nicht gepachtet, aber hier sollen dann überwiegend die Ziegen rumlaufen, draufkommen. Dann werde ich mir auch noch ein paar mehr Stücke, Grasstücke hier in der Gegend suchen für die Ziegen, dass sie auch genug haben. Jo, jetzt geht's zu den Hühnern. Die sind jetzt noch nicht draußen. Die werde ich gleich rauslassen. Jo, da ist auch ein bisschen Mist von mir. Hier sind ein paar Bretter, die standen in dem Teil drin. Und hier, da habe ich erstmal einen Wasserteil hingestellt. Seitdem paaren sich die Enten auch. Ich hoffe, dass ich bald mal eine habe, die sitzen bleibt und Eier ausbrütet. Das ist jetzt erstmal fürs erste mein Hühnergehege-Auslauf. Jo, ein sehr großer Müllhügel, hier auch. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Hühner draußen habe. So, ja, die Hühner lasse ich jetzt gerade raus. Die gehen wie wild zum Wasser da hinten. Das ist klar, wenn ich nachts nichts zu trinken reingebe, dass sie morgens recht gut Durst haben. Das hat auch einen Grund, dass ich kein Wasser reinstelle. Ich habe es schon versucht. Nur danach war der ganze Stall unter Wasser gesetzt, weil ich hier gerade die Enten dabei habe bei den Hühnern. Und da habe ich mir gesagt, hier. Die brauchen zwar irgendwo Wasser die Nacht, was heißt eigentlich nicht, da schlafen die sowieso und morgens können die ja noch mal warten, bis sie rauskommen, anstatt dass sie das ganze Hühnerhaus unter Wasser setzen. Das ist nämlich auch nicht so toll, wenn du dann jeden zweiten Tag misten kannst, nur weil die alles unter Wasser gesetzt haben. Und außerdem sehen die dann auch aus wie noch was. Da habe ich mir gesagt, hier komm, tust du draußen hin. Und wenn die Enten mal weg sind, kannst dann wieder was reinstellen. Das war das Video für heute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Bitte abonnieren, nicht vergessen. Jo. Ciao, bis zum nächsten Mal.